Bleib mir wieder gut vorbereitet. Naja. Ja, ja, wir haben nun den dritten Advent. Nicht mehr lange hin bis Weihnachten. Und ja, ich nehme euch für euch eine Runde Sims 3 auf und der junge Mann backt oder brät oder rührt gerade erstmal an und dann brät er uns leckere Pfannkuchen. Ich natürlich nur eine Haarung. Denn deine Bänge schläft, ne? Oh, nee, der war noch nicht wach. Hier ein bisschen Wunschschaltung ist angemalt. Das muss auch langsam wach werden. Okay, wir gehen mal auf. Ah, er wacht schon von alleine auf, das ist super. So ein bisschen Weihnachtsoutfit und ein kleines Sternchen ins Gesicht gemalt. So, wird alles dekoriert. Dann nehmen wir auch keine Rücksicht auf die Person. So. Wie rennen jetzt hin? Wer rennen jetzt vor? Aber wir müssen spielen gehen. Okay. Sein Spaßpegel ist ja auch relativ niedrig. Wäre gut gewesen, wenn er sich jetzt mal angezogen hätte. Ne, Hygiene, das ist auch echt. So. Cybern. Was? Ne, Platten. Ersetzen. Ist kaputt. Dann muss gleich zur Schule, und total verdreckt ist er. Hat seine Hausaufgaben eigentlich schon weit geschafft. Ich weiß das gar nicht, wie wir zuletzt aufgehört haben. Abgeschlossen. Okay, Hausaufgaben abgeschlossen. So. Ach, man leider zur Schule. Oh. Bin ich da gerade mal drin? Zur Schule. Oh, der Arme. Sollen wir mit dem Fahrrad fahren? Wir können auch mit dem Fahrrad fahren lassen. Kommt ja zu spät zur Schule, aber. Ist dann zumindest. Ah, wir machen es sauber. Ja, dann reicht das noch, ja. Ah, hat das Ding entdeckt, ja. Hm. Nein, wir benutzen das aber nicht zum Glück. Ich hoffe, benutzt das. Ah, ich werde wohl bekloppt. Spacken. So. Ich hoffe, wir machen das Ding mal wieder weg. Weil wir werden uns jetzt öfters damit nerven. Mit der Musik. Mach doch mal wieder weg. Gut, zwar Verlust, aber egal. Egal. Aber Zauber, das ist gut, dass er sauber macht. Wenn er fertig ist, kann er das hier aufräumen. Reste wegstellen lassen. So. Und dann muss er hier auch mal aufräumen. So. Alles klar. Können wir hier noch was machen? Kann man nur betrachten. Bringt das irgendwas Besonderes, wenn ihr betrachtet? So. Ah, die Fenster sehen auch ein bisschen schäbig aus. Also schon so gelb-sparkig irgendwie. Überhaupt alles so, ne? Oh, da muss man die Betten machen. Entspannen, Betten machen. Und Betten machen. Das kann ja auch nur betrachtet werden. Gorg. So, hab ich mal gezogen. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Das Bedienung ist hier unterschiedlich gegenüber Sims 4. Haben wir die Betten fertig? Gut. Rumbasteln, säubern. Kannst du es nochmal säubern? Schon mal bei bist. Wie sieht hier draußen aus? Oh. Lesen, recyceln, so. Jetzt haben wir ja nichts. So, was wir noch machen können hier. Die ist gut zurückgehen. Wir haben die ist gut. So.
machen, so. Und weg damit. Das ist ja nicht so gut. Ah ja, genau. Dann haben wir den hier. Den schicken wir mal ein Geschenkpaket hier. Zack, auf geht's. Nö. Schönen, da wird ein Advent. So, Ausrufezeichen. So, zack. Ja. So. Ja, schön. Da warst du jetzt nicht. So, mach ich mal weg. So, er will ein bisschen Musik spielen gehen. Ja, das hilft. Was war denn eigentlich sein Job? Ich muss überhaupt mal. Musiktalent zu hast. Ach so, ist das sein Job? Wann fängt er an? Um 17 Uhr erst. Spät. Gut, dann können wir beschleunigen. Dann kann ich ein bisschen lernen. Derweilen. Ist ja gut, wenn er sich ein bisschen mit Musik auskennt. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Vielleicht dann spielen wir ein Duett mit seinem Sohn spielen. Das ist mir ein bisschen voraus, glaube ich. Ah, hat die Grundlagen des Gebietes Klavier begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Oh, da ist er ja schon, der Kleine. Huch, ach, der soll weg. Hausaufgaben macht er jetzt. Und er muss zur Arbeit. Okay. Also du machst dann auch mal alleine. Ist klar. Können wir nach Hause kommen zugucken. Leider kann er deinen helfen kann. Währenddessen lauschen wir der Weihnachtsmusik. Ich glaube, die Musik ist laut genug für euch. Ist hier ein bisschen runtergedrosselt. Damit die Spielgeräusche auch erhalten bleiben. Was wie ein Adventskranz, haben wir sowas? Ich muss jetzt gleich mal gucken. Wir haben ja nur diesen leuchtenden Schneemann. So. Adventskranz haben wir jetzt nicht so am Start. Okay. Aber der Hausaufgaben ist ja gleich fertig. Ach, das Bildschirm nicht so positioniert. Springt ja zu grobe Stücke, ne? Das fehlt mir so ein bisschen, dass er ein bisschen feiner sliden könnte. Das wäre geiler. Aber der springt hier so übelst brutal. So, haben wir. Also so geht es hier mit der Maus. Geht es ein bisschen besser mit der rechten Maus. Das. So. Oh, eine schlechte Laune. Warum? Was los? Aber es ist ein Spaß. Hygiene ist aus, oder? Gehen wir einen Button nehmen erstmal. Button nehmen. Ferkel. Wir wollen ein bisschen spielen, ne? Mhm. Brauche ich. Ich will jetzt mal ein schönes Button nehmen. Und dann weiß ich, was ihnen Spaß macht. Ach, das, er darf das noch nicht. Ach so. Er darf das noch nicht. Ach du Scheiße. Diese Musik muss immer die Kinder dürfen. Ich würde eigentlich nicht jetzt die schöne Weihnachtsmusik stören, wenn ich jetzt hier nämlich hingehe. Einrichtung. Genau. Dann spiele nämlich diese komische Musik. Gut, die kann ich ausschalten, ne? Mach ich jetzt aber nicht. Läuft hier halt im Hintergrund. Hat die Doppelmusik schön. Was wollte ich? Ich muss jetzt von leisten, was ist das? Ballon. Bildschirme. Hier ist nicht das, was ich suche. Weiß ich gar nicht, wofür mir diesen ganzen Kreativkram hier.
Nee, nicht wirklich. Hier ist das so, ne? Genau, was ist das? Gitarre kann auch noch nicht spielen. Hühnerschläge, ist teuer. Also muss ich jetzt kaufen. Muss eine Auszeichnung. Tanzfläche. Was haben wir? Also das muss ich mal leisten. Gitarre kostet 600. Und darf auch noch nicht spielen. Egal wie man es macht. Darf aber noch nicht. Nö, das geht leider nicht. Geht leider nichts. Wir kommen da nicht weiter. Mir nervt doch die doppelte Musik. Geht nicht an, Mama. Ich habe extra so eine Wanduhr, aber die ist irgendwie abgestürzt. Moment. So. Klar. Pickel ist angezogen. Was haben wir denn da? Ah, das war der Anlauf, ne? Alltagsplan 1. Wo bist du hin? Das ist Alltagsplan 1. Ich kann das nicht unbedingt erkennen. Also Amtkleidung ist das so. Also. Okay. Krass. Ja, los ist. Okay. Was? Also träumt hier schon vom Schwimmingpool? Da willst du einen Schwimmingpool hin haben? Da kommt vielleicht irgendwann mal zu. Okay, sein Ecki ist 40 Meter runter, aber geh mal ein bisschen spielen jetzt mal. Ich will das spielen, so. Mal spielen. Außer Kamera ja fertig, soweit ich weiß, oder? 100% abgeschlossen, sehr schön. Und darf auch spielen und seine Gieß runter. Hat er die Schule? Ja, mal Schule haben wir den nächsten Tag, zwei Tage frei. Das ist gut. Dann kann er spielen, bis er fertig ist. Das nervt mich sehr, dass sie hier nicht Klavier spielen können oder was. Na, keine Interaktion verfügbar. Woran liegt das? Muss er irgendwas Spezielles lernen oder? Regal öffnen. Kochen. Geschicklichkeit Band 1. Was ist das andere? Welche Eier im Planet? Ja. Weglegen. Ne, weglegen so. Okay.
müssen irgendwie noch Bücher besorgen. Ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Mhm. So. Aber der braucht noch ein bisschen Spaß, da kommen wir nicht drum rum. Also das ist mal ganz... Ups, wo ist der Händespielplatz? Da. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Ich bin so ein bisschen... Hat auch meine Gedanken sortieren. Also... Was denn lernen können wir? Auf jeden Fall... ja. Dann schlafen wir danach. So, und dann schlafen. So. Soll ich sagen? Hab's vergessen. Ja. Ja, schon mal die primären Weihnachtseinkäufe habe ich alle erledigt. Das ist soweit alles da. Das sind noch so ein paar Kleinigkeiten. Zu 100%, glaube ich. Ja, ich habe nichts so manuell eingekauft. Ein Spiel. Da spielt er Musik. Ach, scheiße. Ah, wir weiter weg. Wir sind weiter weg. So, wir sind ins Bett. Das ist ein Buch. Von mir jetzt. Jetzt hatte ich die Bücher noch weg. Weißt du, wie es gehört, ja? Und dann brechen wir ihn mal, ne? Das war's mal. Jetzt. Jetzt sollte man erstmal ein schönes Bad nehmen. Schönes Bad nehmen. So. Das geht nicht, ne? Snorks! Ja, putze ich die Zähne. Lass mich doch mal kurz. Angst hat er. Angst. Stream zu machen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. War das nur so ein Test? Haben wir. Bin mir sicher. Ich glaube, ja, meine alte Familie, die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja mit der Festplatte hops gegangen. Nee, Spiel ist nicht gepixelt. Oder? Doch, ist doch gepixelt. Ja, doch, ist doch gepixelt. Also, das ist eine schwarze Fläche. Ja, doch. Ja. Okay. So, dann geht es ganz runter. Da hat er auch schlafen gehen, ne? Tschüss, im Bahn. Und wohl. Ja, gute Nacht. Ja. Das ist sehr interessant. Weil ich abends
Oh, normale Geschwindigkeit. Heiligabend. Ja, Licht an. Nee, man kann er dann Licht an ausschalten. Bringen wir nicht zu Hause, dann müssen wir beim unserem Vater feiern. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt vergessen. Achso. Ja, das, genau, das wird recht spannend. Ich muss ja sehen, dass wir die Geschenke vorher schon einpacken ein bisschen. Ne? Doch, das ist so ganz gut. Und möglichst unauffällig dann im Auto platzieren, stapeln. Ja, verstecken kann man es nicht großartig. Wo wir haben Kombi, das geht so einigermaßen. Dass er zwar sehen kann, dass es beladen ist, aber was das ist und wie groß die Päckchen einzeln sind, nicht, wenn man da Decke drüber liegt, ne? Das werden wir auch so tun. Dann, gibt es bei uns immer noch so ein Zusatzgeschenk, der angeblich dann halt vom Weihnachtsmann kommt. Den gibt es nur, wenn man den Brief an den Weihnachtsmann schreibt mit seinem Wunsch. So. Und den gibt es erst dann, den gibt es dann erst, wenn die zurückkommen, wenn wir nach Hause kommen, dann kriegen sie dann Belausch, glaube ich. Muss aufpassen, der Feind hört mit. Kann ich aufpassen, ne? Also ja, genau. Und dann muss das eben halt hier auch schon platziert sein. Das heißt, wenn die Bagage dann raus ist im Auto, muss ich als Letzter gehen und eben halt diese beiden separaten Geschichten, Geschenke, mal hier platzieren und ja, mal gucken. Wir hatten vorgehabt, Kekse und Milch hinzustellen. Ja, das werde ich natürlich anknabbern und anschlappern. So. Und ja, und dann eben halt ganz unschuldig später runtergehen. So, ne? Dann wurde jemand Licht ausgemacht und hast du gesehen. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, das klappt. Mal gucken. Ja. Das kann ich hier ganz unverblümt sagen, weil die Kinder kennen mal. Die kennen zwar meinen Kanal, aber die haben ihn nicht gefunden. Den kann man nicht finden unter JoggerHP. Wenn man ihn sucht, findet man diesen Kanal nicht. Man findet, glaube ich, unter SteinerLP würde man den finden. Weil der auf den ist er, glaube ich, registriert. Ich wollte nicht extra mal einen Account machen, weil die wenigen, die ich unter Steiner hatte, sollten halt dann auch weiterhin meinen Blödsinn hören können. So, alles klar. So, was ist mit dem hier los? Was hat der denn für ein Problem? Oh, der hat noch schon viele Probleme. Andrang hat er, Energieprobleme hat er immer noch. Und Hunger. Aber gut. Ja, also so wird das sein bei mir. Heiligabend. Also hier wird es so bei uns ablaufen. Das kann man, also, egal. Gut, ja. Ja, meine, wenn ihr wollt, könnt ihr unter den Kommentaren schreiben, wie bei euch der Heiligabend abläuft. Einige machen ja Bescherung Heiligabend, ne? Bei uns ist das so. Andere machen es erst am ersten Weihnachtstag. Weil ganz, das ist glaube ich die russisch-orthodoxen oder so, überhaupt die Russen, die machen das erst am 6. Ich habe gerade hier Candice von mir gehört, wie heißt der noch? Der macht das auch erst am 6. Januar. Nee, der macht das auch am 25. Macht das am 25. Der macht das am 25. Na, wie gesagt, es gibt einige, die halt dann am 6. Januar, die halt den drei Könige kommen, die Geschenke bekommen, ja. Hier bei uns eben halt der Geburtstag Jesu, der rein zufällig auf den Sonnenwendefest fällt, der, ja, der vorigen Bewohner dieses nördlichen Erdhalbkugel. So. Ja. Gut, das ist wohl reiner Zufall. So. Was hat einen Vorteil? Man kann das eben halt zusammenfeiern. Ne? Die einen feiern halt den Geburtstag Jesu, die anderen können halt den Sommerwende feiern. Ja, die Muslime feiern, das ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, wann die feiern. Die haben auch ihre Feier. Die haben hier ihr Fasten. Wie heißt das? Ich kaufe den auch nicht. Ja. Wir machen hier Fasten, ne? Und dann gibt es Feier und Geschenke.
Kann sein. Ich kenne mich da nicht aus. Ich will auch nicht zu viel sagen. Ich will auch da keinen auf den Schlips drehen. Jeder soll sich sein Glauben, seine Veranstaltung, seine Feste feiern, wie er möchte. So. Alles klar. Huch, da geht Licht an. Hey, das ist jemand wach. Was ist denn der wach geworden? Ach ja, der. Nee, schläft. Er schläft auch. Das ist wahrscheinlich wach geworden, kurz. Das ist ja gruselig. Oder? Guck mal, das ist alles hier so altmodisch, muss unbedingt geändert werden. Aber wir haben noch nicht genug Kohle eingespielt. Das kommt auch alles, Stück für Stück. So, ja. Da kann ich mal an dieser Stelle euch allen einfach nur einen schönen dritten Advent wünschen. Und wir sehen und hören ja uns dann, wenn alles klappt, Heiligabend mit Sims 3, Sims 2 vielleicht noch und Sims 4 auf jeden Fall, große Wahrscheinlichkeit und natürlich Minecraft. So, und dann, wenn das alles geschafft ist, gibt es dann eventuell noch ein Silvester-Spezial, weiß ich noch nicht. So ein Jahresrückblick machen ist schwierig bei meinen wenigen Aktivitäten, aber kann ich aber vielleicht mal versuchen. Das kann ich mal überlegen, ob ich da was zusammenbekomme. Muss ich mir mal Notizen machen. Ich habe also wenig Zeit dafür. Das ist schwierig. Oh, Tannenbaum. Okay, ich verabschiede mich, falls das gerade. Also. Ciao. Lass dich noch deine laufen hier.
Tja, und ciao.